Bist du in Florenz? Der Brombeer. Ein ungeheuer sympathischer Typ. Kennen wir uns? Nein. Und, warum quatschen Sie mich dann an? Er ist schön wie ein Märchenprinz, genial wie Einstein und freundlich wie eine Raupe. Was soll das werden? Ich muss mal für Mädchen. Verkneifen. Er ist sensibel wie ein Betonpfeiler. Mit vollem Mund spricht man nicht. Wo bleibt Ihre Kinderstube? Und er ist kuschelig wie eine Klosettbürste. Ich bin eine Seele von Mensch. Wenn ich Freunde hätte, würden die das ohne weiteres bestätigen können. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Hey, Moment mal, ich bin Mary. Wir kennen uns doch. Deshalb ja, auf Wiedersehen. Oh. Giulio, ich bin's doch. Deine Frau. Tut mir leid, ich habe sie noch nie gesehen. Mixen Sie mal einen Drink, wir wollen anstoßen. Und wen stoßen wir? Sie ins Grab. Der Brombeer. Lass nicht rausfallen, spring raus! Wenn man mir so dicht auf die Pelle rückt, das hasse ich. Bewegen Sie sich mal, ja? Also entscheide dich. Entweder du machst Highlife als Millionärin irgendwo in der Südsee oder aber du gruftest mit einem, wie haben sie das gleich nochmal genannt? Mit einer Pfeife von Rechtsverdreher. Er meint mich, wenn ich den rostigen Schaumbolzen recht verstehe. Du scheinst aber zu vergessen, dass ich eine verheiratete Frau bin. Dann darf ich dir herzlich gratulieren, denn du bist jetzt Witwe. Unzähmbare Widerspenstige ist wieder da. Adriano Celentano. So gut wie nie zuvor. Der Brombeer.